Komm noch mal eine Runde Kleinanzeigen, oder? Zum als Betthupferl. Hallo YouTube. Oft gewünscht und selten geliefert. Best of Kleinanzeigen. Nee, Moment. Das ist das Format, was, glaube ich, am meisten. Kann einer von euch in die Kommentare schreiben, wie viele Kleinanzeigen ich bis jetzt in meiner illustren Karriere produziert habe? Auf jeden Fall mehr als Pokerface. Hallo YouTube. Es ist 12:30 hier. Auf Twitch. Ohne Zeitverschiebung. Guck mal hier. Hier ist mein Chat. Mann, immer. Spiegelverkehrte. Da, guck mal, der Chat grüßt euch. 12:30. Guck mal hier, die sind hardcore. Die gehen nicht ins Bett, ohne dass ich ihnen ein paar kleine Anzeigen vorlese. Ein kleines Betthüpferli. Bettmümpferli heißt es, glaube ich, oder? Betthupferl und Bettmümpferli. Ist egal. YouTube, guckst du. Best of Kleinanzeigen. Wie alt? Ich? 26, die Maschine. Also doch ich. Ach Leute, es lohnt sich doch immer wieder, sich durch die Kleinanzeigen zu klicken. Man findet immer wieder so ein Nugget. Wie alt? Ich? 26, die Maschine. Also doch ich. Wann sehen Sie zu Hause? Kann ich kommen? 12:30? Okay. Bitte bei klingeln. Wo bleiben Sie? Ich bin von der Polizei angehalten. Ich bin unterwegs zu Ihnen. Okay. Hallo, ist die Waschmaschine noch zu haben? Nein, sie haben die doch gestern ab... Das ist nicht wahr, oder? Er hat vergessen, dass er sie selber abgeholt hat? Gestern 13:53, gestern 13:53. Nein, sie haben sie doch gestern abgeholt. Alter, ich halte mich für vergesslich, aber sowas habe ich noch nie geschafft. Neuschwanstein aus Lego, 690 Euro. Schloss Neuschwanstein aus Lego, Steinen gebaut, 42x38 cm. Ikea Lack TV, Lowboard TV, Regal, Sideboard. Ja, sieht klasse aus. Können Sie mir noch ein Bild schicken, wo Sie eine Banane davor halten, als Referenzgröße? Ansonsten können Sie sich auch davor stellen. Muss gucken, ob das in mein Wohnzimmer passt. Und hab keinen Zollstock. Hatte gerade nur eine Gurke zur Hand. Hoffe, dass es auch geht. Ja, super. Also breite sind 3 Gurken. Sollte passen. 3 Gurken oder 37. Was ist denn das für eine Referenz? Hallo, guten Abend. Ich würde gerne mit arbeiten. Ich bin 1,80 hoch, aber ich spreche es nicht gut. Wenn Sie Interesse haben, könne... wir uns zu einem kurzen Gespräch am Donnerstag verabreden. Ich fange am Samstag als Obstsalat. Ich fange am Samstag als Obstsalat an. Na, da gratuliere ich. Du wirst es aber selten. Hi, gerne kaufe ich die Tickets. Kannst du mir einmal die genauen Plätze sagen? Zeigen? Bezahlen kann ich per PayPal mit Käuferschutz. Oder mit der Sicherzahlenfunktion. Viele Grüße. Hi, Reihe 13, Platz 33, 34. Parkett? Reihe 13, keine Ahnung, ob Parkett oder Laminat oder Fliesen. So scheißegal, ich will aufs Konzert gehen. Es interessiert mich, ob Parkett oder Fliesen. Bist du doof oder was? Nein, Parkett ist, wo man schaut, wo man sitzt. Weißt du, es gibt das Parkett unten und oben geht's. Was? Was? Machst du Stress oder was? Bist du doof? Nein, lass mich doch... Nein, ich will gar nichts. Du Fliesenleger oder was? Hä? Brauchst du Job? Ich scheiße auf dich und dein Parkett. Ich bin da. Ja, klingel und komm zur Tür. Ich kann nicht rauskommen. Ich bin an der Tür. Ja, komm rein, Erdgeschoss. Auf welcher Etage? Erdgeschoss immer noch. Ich bin hier. Erdgeschoss ist nicht die erste Etage. Muss wieder runter oder Aufzug nach E. Die falsche Tür genommen. Nimm den Aufzug Erdgeschoss. Goini. Ist das eine Beleidigung? Goini? Goini. Ist das Russisch oder Ukrainisch? Stabe, Stabe ist dieser Goini. Goini. Okay, ich weiß nicht, wo ich kommen soll. Welche Etage? Erdgeschoss, ganz unten, über dem Keller. Welches Stockwerk ist es? Erdgeschoss! OE oder 0E. Ich weiß nicht, was er damit sagt. Okay. Wäre der besser rausgekommen, oder? Synchronsprecher für Hundegeräusche gesucht. What? Ich suche Leute, die mir helfen, einen Kurzfilm zu erstellen. Dazu brauche ich jemanden, der gut bellen kann. Bitte ruft mich an und fangt an, zu Hundegeräusche von euch zu geben. Also, ich vermute, das ist ein Typ, der einen Fetisch hat. Der steht auf Hundegebell und der möchte einfach, dass ihm live jemand ins Ohr bellt. Bell. Nee, kannst du ein bisschen tiefer? Bell. Nee. Kannst du höher und schneller? Ja, besser? Jaulen? Ja, kann man machen. Jetzt Kaya live in deiner Stadt. Ticketlink in der Beschreibung. Hundekatze zugelaufen. Hundekatze zugelaufen. Nicht sicher, was es ist.
zutraulich wie ein Hund, aber hässlich wie eine Katze. Haben es neutral mit Hasenfutter. Gefüttert, um es nicht zu verärgern. Abholung nur gegen Vorlage eines Eigentumnachweises. Hasenfutter ist neutral. Hasenfutter ist Hasenfutter. Hättest du wenigstens Hunde- oder Katzenfutter genommen? Deine Chance wäre zu 50%. Na, das ist mit auf jeden Fall falsch, du. Es ist. Ist ein Hund oder Katze? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich gebe ihm Hasenfutter. Der isst die Karotte einfach nicht. Wenn man ein gebrauchtes Handy zum Abholen verkauft und dann nach dem Wochenende nach Hause kommt. Angeblich hat das Handy einen Pixelfehler. Boah, ich kann das überhaupt nicht lesen. Du hast mich verarscht. Wegen das Handy. Ich war zweimal hier. Morgen, ich komme wieder. Ich krieg mein Geld wieder zurück. Und fertig. Ohne Diskaison, das ist mein Handynummer, ruf mich an. Hat er einfach eine Nachricht auf die Wohnungstür geschrieben, offensichtlich, oder? Diskussion! Ah! Sehr gut! Ohne Diskussion! Ich krieg meine Geld wieder zurück und fertig, ohne Diskussion. Sehr gut. Ich hab's nicht. Ohne Diskothek. Das ist mein Handynummer, bitte zeig mich an. Deutscher Eishockey-Bund-Trikot, Nationalmannschaft. Hafer. Den kannte ich nicht. Hafer. Alter, ich werde nie wieder Sehr Röder lesen können, ohne an Haferröder zu denken. Ist auch ein Buchstabe für ein S. Hass. Haferröder. Haferröder. Kaffee- und Teedose Blooming. Dieser Dinosaurier. Kaffee und Teedose. Neues Telefon. Ip von Kopfhörer neu. Stoffdämpfer. Ganze Serie von dem Vogel. Endhaus, Ameisenfutter. Kann ich damit auch meinen Lasius füttern? Davon gehe ich aus. Ameise ist Ameise, denke ich. Okay, ich kenne mich nicht aus mit Ameisen. Dann würde ich gerne kaufen. Könnte man preislich noch was machen? Bei 1 Euro inklusive Versand würde ich sofort nehmen. Mit freundlichem. Inklusive Versand. Es sind aber Euro inklusive Versand. Mein Minimalpreis sind 4 Euro inklusive Versand. Hey, ich verstehe den ersten Satz nicht. Es sind aber Euro inklusive Versand. Hat er von Franken gesprochen? Egal. Es sind aber Euro inklusive Versand. Mein Minimalpreis sind 4 Euro inklusive Versand. Und 2 Euro inklusive Versand? Mehr kann ich leider nicht geben. Wäre fair. Dann nicht. Hallo? Und 3 Euro inklusive Versand? Haben wir einen Deal? Nein, der Preis steht im Angebot. Ja, 3 Euro. Kann ich mit PayPal zahlen? Ich verkaufe an Sie nicht. Mein Angebot war anders und gilt nicht mehr. Was soll das denn? 3 Euro ist das Angebot. Und ich biete 3 Euro. Oh mein Gott, sie machen mich so wütend. Schlechten Tag noch. Meine Kollegen und ich amüsieren uns gerade riesig über sie. Okay, ist mir egal. Unfreundliche Grüße an D. Oh Junge, jetzt habe ich aus Versehen ein Bild von mir geschickt. Warum kann man hier nichts löschen, verdammt? Das erklärt einiges. Vielleicht doch besser in die Schule gehen. Ja, hätten sie auch machen sollen. Denn wären sie nicht so ein Harzer, der Wert auf ein paar Euro legt. Typisch Harzer. Ich bin sehr bekannt in der A. Ich kann das nicht lesen. Ich bin sehr bekannt in der Ameisenszene. Man kann sagen, eine Legende. Und sie sind ein Niemand. Vielleicht aufgrund der Größe deines Gehirns. Ich kann nicht mehr. Sorry, schönen Tag noch, du Legende. Ach. Alter, bester Anmachspruch, oder? Ich bin sehr bekannt in der Ameisenszene und du bist ein Ja? Weißt du, wer ich bin? Wenn du wüsstest, wer ich bin, du hättest Respekt.
aber du hast keinen Respekt. Du bist ein Kelb. Ich bin Ameisen-Szenen-Chef, Legende, lebende Legende. Viele Leute erst müssen sterben, dann Legende, aber ich bin schon Legende lebend. Immer wenn ich komme in den Raum Ameisen, mach immer Chepalier. Macht Chepalier? Steht. Macht so. Gruß. Ich sag, locker, bitte, beruhigt euch. Legende. Alle Ameisen grüßen mich. Ha? Teilen Essen mit mir. Wenn ich Hunger habe irgendwo, ich habe nichts dabei, nicht weil ein Euro zu viel, dann kommt Ameisen, teile Essen mit mir. Warum? Weil ich bin Legende. Okay, Schluss jetzt. Samsung Galaxy S8. Hallo, wie geht es dir? Ich möchte dieses Telefon, können Sie Preis senken? 200 Tage werde ich erhalten. Das finde ich geil, wie er gar nicht auf 200 Tage werde ich erhalten eingeht, sondern einfach davon ausgeht, dass er über den Preis redet, oder? 210 Euro Zahlung per PayPal. 200 Tage werde ich erhalten. Ich werde dich in deinem Haus sehen. Okay, du kannst es heute abholen. Finde ich richtig cool, dass er einfach für sich das alles übersetzt. Muss ich sagen. Respekt. Okay, du kannst es heute abholen am Edeka in Fischbach um 16 Uhr. 200 Euro passen. Muah. Okay, Head-Telefon, wie viel Platz dafür? Was? 4. Okay, ich bin 4 Uhr. Ich werde nach Friedrich. Ich werde dich schicken, wann immer ich dich sehe. Fischbach Edeka. Weißt du, wo der ist? Mein Freund wird dich dort treffen. Wann immer ich weg bin, schicke ich dich dorthin, wo ich bin. Wir sehen uns in Fischbach. Ich werde sehen, wenn ich dich in Fischbach sehe. Ich werde dich anrufen. Wie viel kostet Gigabyte? Was ist GB? Wie viel Gigabyte gespeichert? Wie viel Gigabyte in dein Telefon? 64. Ja, 64. Okay. In 5 Minuten am Edeka? Nicht heute, weil ich jetzt im Krankenhaus bin. Vielleicht morgen, sorry. Dann leider gar nicht, sorry. Es hat so gut angefangen. Daraus können Sie eigentlich ein Drehbuch machen, oder? Hollywood sucht immer wieder gute Drehbücher mit einem Spannungsbogen. Ich glaube, wir sind genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, Leute. Ja, das hatten wir alles schon. Also manchmal ist es durcheinander und die Neuen kommen mit den Alten, aber jetzt habe ich wirklich das Gefühl, wir haben das Ende der Fahnenstange erreicht. Das hatten wir alles schon, Leute. Es tut mir leid. Ich habe nichts mehr für euch. Nichts. Wir haben alles leer gegoogelt.